Weiter geht es hier in Washington DC. Wir haben den Galaxy News Radio Sender gefunden. Erkunden aber noch mal kurz hier die Gegend. Ich frage mich, ob dieser U-Bahn-Tunnel der einzige Eingang war. Da ist auf jeden Fall noch ein scheinbar weiter. Aber von hier sind wir nicht. Rausgekommen. Nee, da will ich jetzt nicht rein. Ich frage mich ja auch, ob die Gule und so sich da unten, ob die wiederkommen, die wir getötet haben. Oder ob das dann jetzt befreit ist, sage ich mal. Ich denke mal, die kommen wieder. So, wir kommen von dort raus. Haben dann quasi hier eigentlich alles erkundet, außer vielleicht diesen. Was ist das? Eine Kehrmaschine, oder? Nuka Break. Okay, dann bleibt nur noch das Gebäude, was wir noch ein bisschen näher untersuchen können. Ah, stimmt, eine Elementary. Mit kleinem Spielplatz. Ein bisschen Munition, Kronkorken, okay, hier oben ist scheinbar sonst nichts weiter, da können wir auch wieder runterlatschen. Dann gibt es hier wohl nichts weiter zu holen. Hätte ich jetzt nicht eigentlich brennen müssen? So, ein paar Schuss. Da alles im Arsch. Tut mir leid, ich schiebe gerade Wachen. Wir können nicht zulassen, dass wir von Supermutanten überrannt werden. Hey, oh, Mauspin wieder. Na dann. Wie komme ich jetzt rein? Habe ich jetzt die Chance verspielt oder was? Oder kommen wir nur zu einer bestimmten Uhrzeit da wieder rein? 7.15 Uhr. Ja, das ist jetzt ein bisschen arschlos. Sieht so aus, als wäre die Luft rein.
Ich öffne die äußeren Türen. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Wofür ist dieses Gebäude? Sie haben einen Pip-Boy. Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Ich muss mit Three Dog sprechen. Sie können gleich hochgehen. Er erwartet Sie schon. Was? Wenn Sie sich uns nicht in den Weg stellen, ist alles in Ordnung. Bevor wir hochgehen, erkunden wir natürlich erstmal wieder. Eine tolle Toilette. Ein Speiseloom. Pimpel brauchen wir das nicht. Kampfrüstung. Die war auch schon ziemlich im Eimer. Die ist gut. Okay, dann gucken wir mal. Was hauen wir denn dafür weg? Das kann auf jeden Fall, glaube ich, raus. Hat aber nicht viel gebracht. Vielleicht finden wir aber hier auch einen Händler. Wir können eigentlich auch ein wenig langsamer hier rumlatschen. Das futter ich mal gleich. Boah, das geht mir jetzt doch ein bisschen auf den Senkel. Messer, Messer. Weg damit. Ups. Ein Luftgewehr. Brauchen wir eigentlich nicht. Oh, so viele Laserpistolen. Ach, ich kann mich immer so schlecht von Sachen trennen. Da geht's auf jeden Fall nach oben. Ich weiß aber nicht, ob das der Weg zu Three Dog ist. Liegen jetzt die Sachen eigentlich hier noch rum? Jo. Cool. Haben Sie gesehen, wie groß dieser Biermod ist? Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier. Was bringt Sie in die Gegend von DC? Wofür ist dieses Gebäude? Das ist der letzte unabhängige Radiosender in der ganzen Gegend von DC. Alle anderen Sender bestehen praktisch nur aus Enklavenpropaganda. Denen würde ich kein Wort glauben. Freie Stimme des Volkes? Was soll das heißen? Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave.
Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Was macht die Bruderschaft hier? Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Das stimmt. Klar. Viel Glück. Ritter Finlay zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Das ist Galaxy News Radio. Die letzte freie Stimme des Volkes des Südlands. Dass es so bleibt, dafür sorgt die stählerne Bruderschaft. Okay, aber halten Sie sich aus unseren Operationen raus. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Da geht's wahrscheinlich zu dem anderen Aufgang. Wächterin Lyons hat das Sagen hier. Wenn sie was brauchen, kann sie ihnen wahrscheinlich helfen. Hier den Babysitter zu spielen, ist wirklich kein Zuckerschlecken. Sehen wir jetzt irgendwie auch so cool aus? Naja. Herr Ritter. Das sollen die Ausgestoßenen mal nachmachen. Herr Ritter. Jetzt haben wir das Ding an und sind gleich ein Ritter. Herr Ritter. Nicht schlecht. Herr Ritter. Ja, ist gut. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay, was soll das hier? Erfordert Schlüssel. Kriegen wir bestimmt noch eine Quest. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Was soll diese protzige Einleitung? Ach du heiliger Mist, der Typ vom Radio. Mein Vater, ist er hier? Bitte, ich habe schon die ganze Zeit nach ihm gesucht. Hey, hey, eins nach dem anderen. Nee, Ihr alter Herr ist nicht hier. Nicht mehr. Er hörte den alten Three Dog im Radio und dachte sich, ich wüsste, was hier im Ödland abgeht. Und er hatte recht. Also verklickerte ich es ihm. Aber er verdünnisierte sich. Sieht so aus, als hätte ich meine Art, den guten Kampf zu kämpfen, und er seine. Der gute Kampf, worum geht's eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Intelligenz, dann kämpfst du den guten Kampf mit deiner Stimme auf Galaxy News Radio. Hol mich der Teufel! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Sie sind wirklich so clever wie Ihr Vater. Weil Sie über die Ursache ja bestens Bescheid wissen, brauche ich Ihnen die Wirkung nicht zu erklären. Also los, machen wir uns an die Arbeit. Hm.
Woher wussten Sie, dass ich meinen Vater suche? Moment, warum vertrauen Sie mir so einfach? Wir kennen uns doch gar nicht. Viel zu bieten scheinen Sie nicht zu haben, wenn Sie ständig hier rumhängen. Ich bin für alle Infos dankbar, die mir bei der Suche nach meinem Vater helfen. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Steh-auf-Typ. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Du Arschloch! Um meinen Papa zu finden, bin ich zu einem bereit. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windeln. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Was ich da höre, gefällt mir kein bisschen. Okay, ich glaube, ich weiß schon wirklich, was er will. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Hört sich langsam riskant an, aber ich tue alles, um meinen Papa zu finden. Supermutanten, Sachen in die Luft jagen, das ist nicht meine Liga. Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Aber Sie haben so ein Funkeln in Ihren Augen, das mir sagt, verlass dich auf mich, ich hole die Kohlen aus dem Feuer. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Na gut, wie kann ich behilflich sein? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Ja, das wäre alles. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Na gut, scheiße. Funkpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.